Oh mein Gott. Oh, es ist, oh, es ist hart, ey. Oh Gott. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ich habe mir gedacht, um so ein bisschen das Ganze hier auf meinem Kanal aufzulockern, weil wir sind ja auch immer sehr technisch unterwegs, habe ich mir gedacht, gucken wir uns heute mal die besten Sprüche von Dieter Bohlen an und lachen mal so ein bisschen gemeinsam und gehen das mal so ein bisschen gemeinsam durch. Ja, was machen wir hier so eigentlich auf meinem Kanal? Hier gibt es Gesangsanalysen, Reaktionsvideos, Tutorials, Gesangtipps, Übungen. Ihr könnt Gesangspakete kaufen für 13,99 €. Ihr könnt aber Gesangsunterricht kaufen oder eine Gesangsanalyse buchen. Also es gibt eine Menge, was ihr machen könnt. Und es ist alles modern und nicht mehr altbacken. Ja, halt modern, Pop Contemporary und Musical Theater. So, über ein Abonnement würde ich mich super mega freuen. Daumen hoch, Abonnement, Klingel an und schaut doch mal auf tanjalevyvocalstudio.com oder auf Instagram, wenn ihr mehr von meinen Schülern sehen wollt. So. Au! Ich finde, du stehst da wie in der Hochzeitsnacht, aber kommt nichts bei raus irgendwie. Ich war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, das würde er heute im TV nicht sagen. Ne? Also, ich habe ja DSDS schon lange nicht mehr geschaut. Ich habe das letzte Mal richtig DSDS vor vielen, vielen Jahren gesehen. Aber das ist natürlich hart jetzt gerade, ne? Also. Niemals verliebt. Aber wenn man so aussieht wie du, das ist kein Wunder. Ich Hallo? Hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Ich hab Johanna. Ich hab die Haare schön. Was du schön hast, ist irgendwie, du hast eine schöne Klatsche. Tatsächlich. Und hol mal die Sackere. Hey, du hast die Haare schön. Von mir kannst du keinen Respekt für Schwimmen erwarten, weil Scheiße schwimmt auch. Oh Gott. Aber wer wisst, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Oh. Der Eimer. Ja, also einige Sprüche sind natürlich echt hart. Ne? Also zu der Zeit, wo DSDS ja noch ganz neu war und ich habe ja auch so das DSDS-Magazin damals gehabt. Und ich war damals 11, 12 so um den Dreh, wo da die erste Staffel rausgekommen ist und ich habe das natürlich super gefeiert. Das war natürlich hammerhart für mich. Die Sprüche, die hatte ich da jetzt, also rückblickend habe ich die Sprüche gar nicht so hart in Erinnerung, wie ich sie jetzt höre. Weil jetzt natürlich als erwachsene Frau und natürlich auch als Gesangsdozentin mit Studio hier in Singapur und so, das würde natürlich nie passieren, dass man so wirklich in einer Real-Life-Situation mit jemandem so spricht. Also das Härteste, das ich mal wirklich zu einem Schüler sage, ist, dass ich wirklich ganz klar immer wieder sage, es ist nicht gut. Du singst schief. Ja, eine Situation habe ich auch in Erinnerung, wo ich richtig knallhart war. Und das war auch mit einem Teenager, der sich völlig daneben benommen hat, der eine ganz falsche Attitüde hatte, der sich aus dem Rahmen da bewegt hat und richtig auf dicke Hose gemacht hat, hier Musical Theater singen und ne. Und da habe ich ihn ganz klar auflaufen lassen. In der Gruppe habe ich gesagt, hör mal, es ist wirklich nicht gut. Und der ist auch tatsächlich nie wiedergekommen. Aber das Problem ist, dass es einfach zu viele solcher Leute gibt, die einfach Hoffnung bekommen von Gesangsdozenten, von anderen Coaches und die so immer an alleine gehalten werden, weil sie natürlich Geld reinbringen. Aber im Grunde genommen machen sich diese Leute einfach... Ja, die machen sich zum Affen, wenn sie dann wirklich zu einem Casting gehen. Man muss im Grunde genommen, es ist auch schlecht fürs Business. Es ist auch schlecht fürs Business, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der nicht gut ist. Und ich sage, ja, oh, du bist toll, mach mal die ganzen Castings und so weiter. Und der tingelt hier rum durch Singapur und macht hier ein Casting nach dem anderen und sagt, Tanja Levy ist meine Dozentin. Dann ist das im Endeffekt ja schlecht für mich. Es ist ja im Endeffekt ja schlecht für mein Business, dass ich ja im Grunde genommen Schülern Hoffnung mache, die total falsche Gesangstechnik haben, etc. pp. Ne? Wenn ihr Sex mit mir gehabt, da würde der anders aussehen. Ihr habt ein bisschen was von der Luftmatratze, viel Luft und nichts dahinter. Also wenn ihr den nicht weiterlasst, dann höre ich hier auf bei Deutschland sucht den Superstar. Ganz, ganz ehrlich. Dann stehe ich jetzt auf und gehe nach Hause. Du hast eine Frauennummer ausgesucht. Das ist ja schon mal Gaga. Ich meine, wo gehst du denn hin? Gehst du zum Frauenarzt oder zum Männerarzt? Okay. Ich weiß nicht, wenn ich deine Brust sehe, ist da so ein bisschen dazwischen. Es gibt Stimmen, da kommt was rüber. Und es gibt Stimmen, da kommt nichts rüber. Darauf
würde ich mal ganz kurz eingehen. Und zwar, da hat er gar nicht so Unrecht. Damals zumindest, 90er Millennium-Zeit. Aber auch heute, wenn du dich zum Beispiel speziell fürs Musical bewirbst. Beim Musical, wenn du jetzt dich fürs Phantom der Oper bewerben willst und du möchtest das Phantom singen, dann muss es auch in der Tonlage sein. Und es darf dann nicht eine andere Nummer sein als die Nummer von dem Phantom, weil sie casten dich ja ganz speziell für das Phantom. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel als Christina oder Christine, der Gegenpart beim Phantom, wenn ich da jetzt mit einer Nummer auftauche, die von einem Mann gesungen wird, in 3 Oktaven tiefer. Damit können die Leute überhaupt nichts anfangen. Also die haben Vorschriften. Gerade beim Phantom ist Android Lloyd Webber mit den Copyrights sehr, sehr strikt. Also man darf auch nichts verfälschen bei diesem Musical. Es muss alles genau so sein. Da gibt es eine ganz tolle Dokumentation beispielsweise dazu. Aber damals oder eben halt gerade im Musical Theater ist echt wichtig, dass du, es sei denn, du singst eine Hosenrolle, ne, nennt sich das dann. Aber heute, mittlerweile ist es völlig egal. Also wenn du zu einem Popcasting gehst, wie The Voice oder DSDS, ist es total egal, ob du jetzt bei einem Casting mit einem Männertitel oder mit einem Frauentitel gehst. Es ist wirklich mittlerweile völlig egal. Es sei denn, wie gesagt, Musical Theater ist ein bisschen strenger. Also mich erreicht nichts und ich fühle mich nur genervt. Aber wenn vor der Kamera ist ja ganz einfach, brauchst du nur mal bei 100 bei Hamburg reinfahren, bis jedes Mal geblitzt, bist immer ruhig. Eieiei, mein Gefühl sagt mir, das wird nichts. Also ihr denkt immer, ja gut, wenn wir nicht gut aussehen, dann kommen wir nicht weiter, das ist Bullshit. Wenn er eine tolle Stimme hat, ist mir das völlig egal, ja. Aber wenn man scheiße wenn man scheiße singt jetzt irgendwie, dann verstehe ich immer nicht, wie auf die Idee kommt, da irgendwie ins Showgeschäft zu wollen. Okay, eine Meinung von vielen, danke. Nee, 3 Meinungen von 3. Ich habe vorhin Schnitzel gegessen mit Gurkensalat und der Gurkensalat war musikalischer als du. Du kannst nicht singen, Mensch. Na gut. Wir machen jetzt mal bis hierhin. Ja, das ist natürlich echt knüppelhart, ne? Also, es ist, also, ich glaube, also ein paar aktuelle Sachen habe ich mal gesehen und dort sind die Kandidaten teilweise auch echt hardcore drauf. Bei einigen Kandidaten muss man auch echt gucken, sind die gecastet, sind das Leute, die wirklich speziell für dieses Casting, dieses Theater machen, ne? Sind das wirklich Leute, die dafür bezahlt werden oder sind das wirklich tatsächlich irgendwie, was weiß ich, Susi B. aus Eckenförde oder was, sorry, die dann tatsächlich glaubt, dass sie singen kann und sich dann zum Affen macht. Also das muss man echt differenzieren, ne? Weil das ist ja alles Fernsehen auch. Aber das ist schon tatsächlich kein Hype, wenn man das jetzt mal so anguckt, ne? Mit den Soundeffekten und so weiter. Ja, was wir hier mitnehmen können, ist echt der Reality-Check. Also lass dich da beraten von 1, 2, 3 professionellen Vocal Coaches, bevor du zu einem Casting gehst im Fernsehen. Lass da mal lieber nochmal andere Profis drüber gucken, auch wenn du eine Gesanglehrerin hast oder einen Gesangslehrer, dem du vertraust. Dann kannst du immer nochmal einen Gegencheck machen. Das macht man ja auch, wenn man zum Beispiel eine teure Kamera kaufen will oder ein teures Mikrofon. Man lässt sich bei bestimmten Sachen einfach 2, 3 Mal beraten, um sicher zu gehen. Und das würde ich hier auch machen. Also hol dir diesen Reality-Check, sprech nochmal mit Freunden, Familie. Die sind natürlich emotional involviert. Nicht jeder wird dir da die Wahrheit sagen, weil man liebt dich ja auch und so weiter. Aber vielleicht ist es gut, auch tatsächlich mal Fremde zu fragen, die gar keinen Bezug zu dir haben, die dann ehrlich sagen können, eigentlich ist das nicht so doll. Und dann würde ich echt mal überlegen und gucken. Vergleich dich auch so ein bisschen mit dem Standard in diesen Shows. Der Standard ist ja ziemlich hoch, ne? Kannst du dem gerecht werden, diesen Standard? Da musst du dir ein Feedback holen, professionelles auch mitunter. Und da muss man eben gucken, passt ich da auch rein in das Konzept der Show, in dem, was die da auch suchen? Kann ich auch mit dem Druck umgehen? Kann ich auch damit umgehen, dass ich negatives Feedback bekomme? Dass ich da einen wahnsinnigen Druck habe, abzuliefern in kurzer Zeit? Bin ich fit für sowas? Da sind sehr viele Sachen und da musst du dir das überlegen. Ja, ich mache auf jeden Fall nochmal einen Teil 2 und hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, einen Kommentar unten und wir sehen uns immer im nächsten Video. Schaut doch mal jetzt hier rein zu dem DSDS-Video. Es ist immer noch nach wie vor mein Lieblingsvideo hier auf diesem Kanal und ich sehe euch dann beim nächsten Mal.